Rein in die Stadt. Wir brauchen noch Modus Servername. Ja, Kari Sword. The power of the dark side, side. Ich merke mir sowas nicht. 7 brutale, blutige Morde. 7. Und der Mörder läuft weiter frei herum. Aufrechte, gesetzestreue Bürger, ehrliche Diener des Imperators, werden abgeschlachtet. Und was tun unsere Sicherheitskräfte? Gar nichts. Ich habe den Mörder selbst gesehen, aber die Behörden meinen, ich hätte keine Beweise. Ich fordere Gerechtigkeit. Warum kommt bei euch was zum Ausbilden, aber bei mir nicht? Ziemlich große Worte für einen Wurm. Ich muss gehört werden. Außer mir kennt niemand die Wahrheit. Vor einigen Tagen sah ich einen Kopfgeldjäger, der scheinbar zufällig Leuten folgte und dabei mit einem seltsamen Gerät auf sie zeigte. Die Beschreibungen der Mordopfer passen genau zu den Leuten, denen der Jäger folgte. Er steckt hinter dieser brutalen Mordserie. Ich weiß es. Ihr alle immer was zum Auswählen für die Antwort? Ja. Bei mir kommt nichts. Auswählen. Klingt etwas weit hergeholt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich habe mich auf keinen Fall geirrt. Ich bin dem Mörder heute Morgen gefolgt. Dieser Fremdling hat sich... Drück einfach in den Bereich, wo eventuell die Antwort sinken kann. Jemand nannte dort seine... Du kannst auch mit 1, 2 und 3 die Antworten auswählen. Dieser Kopfgeldjäger soll erfahren, dass das Imperium nicht tatenlos zusieht, wenn... Ja, nur sehe ich ja noch nicht, was es als Antwort seine gibt. ...seine Bürger tötet. Er muss bestraft werden. Aber geredet habe ich mit dem. Ja, der hat mich mitgezählt, oder? Ja, ja, war ich dabei. Ja. Aber das Interface hast du an, oder? Okay, das würde ich jetzt erstmal noch weglassen, weil es ist nochmal... zu spät. Wahrscheinlich habe ich es deswegen nicht gesehen, ne? Was denn? Weil ich dieses Alt-Y noch anhatte. So drin. Ja. Ich habe auch meine Attacken nämlich unten. Also das hier einsammeln? Ich selber für dieses Gespräch, warum kann ich das... Ah, jetzt. PvP sollten wir erstmal weglassen, ne? Du kannst ja auch annehmen. Ich habe jetzt alles angenommen, weil ich so schnell geklickt habe. Also wir haben jetzt da drüben dann einmal das Sozialabzeichen kaufen und einsetzen. Das sind wir dann auch in der Kantine, da könntet... Ich habe dich verloren. Ja. Einmal nach links unten. Ich hab's ja gefunden. Aber du bist nicht links runtergelaufen. Hoch. Foxy? Ja. Ich bin da vorne schon runtergelaufen. Also wir könnten dann nochmal die Gruppe auflösen und schnell die Gefährtengespräche machen. Ja. Weil das wäre hier drin in der Kantine. Und da ist auch nochmal ein Schnellreisepunkt, dass wir den noch mitnehmen. Dein Bot war, glaube ich, ein bisschen zu böse. Nee, eigentlich nicht. Da war gleich alles löschen, da waren wichtige Infos noch mit drin. Ja. Normalerweise fragt man. Du an der Tür, Hannah hatte ne? Die Konsole mitgenommen. Gleich. Warte, was mitnehmen? Der Over, das Teil. Das ist dieser Schnellreisepunkt. Ja. Also hier bei dem kann man sich das Sozialabzeichen kaufen, das man dann einmal kauft und benutzen muss. Und hier gibt's auch die Hochzeitskleidung. Das ist einfach cool. Wie hältst du das Ding? Imperiales Sozialabzeichen ist das letzte. Ja, hab. Kann man danach auch gleich wieder verkaufen. Das muss man einmal benutzen. Für was ist das? Viel Glück bei der Jagd. Die Rüstung.
das einfach einmal benutzen. Das ist halt eine Quest. Und dann wieder verticke. Und die besten Preise. Aber alles schlechter als meine Sachen. Die orangenen Sachen sind da tatsächlich schlechter, weil du ja erst Module reinmachen musst. Ich meine die Sachen, die der da hat. Ja, das ist, die sind ja alle leer, die musst du erstmal unter Anführungszeichen hier zockeln. Stellst du wie ein WoW vor. Alle Ausrüstung, die Oranges hat keine Werte und man muss sie erstmal sockeln. Und erst dann kriegt sie Werte drauf. Viel Glück bei der Jagd. Okay, und jetzt das Gefährdeding. Oh. Ja, Gruppe verlassen, auflösen, Gefährde rufen. Quatsch. Nur das soziale Abzeichen kaufen, oder? Ja. Dann benutzt es einmal und vertickst es wieder. Das mit N-Rufe stehen. Habt ihr mich vermisst? Also, ich habe Dankeschön. Nachgedacht. Vielleicht wollt ihr ja dieses Schockhalsband abnehmen? Ihr wisst schon, als Zeichen der Dankbarkeit für meine harte Arbeit auf Korriban, nicht, dass ich die ewig schwelende Angst vor einem Elektroschock nicht zu schätzen wüsste. Du wirst deine Zunge im Zaum halten, Sklavin. Au! Vergesst, dass ich etwas gesagt habe. Alle fertig? Ja. Dann können wir jetzt zu unserer Hauptquest gehen. Also ich gehe jetzt noch schnell unter L tue ich meine Quests zum Beispiel für PvP deaktivieren. Wie? Wenn ihr auf L geht, seht ihr eure Missionen und dann, wenn ihr die gelben Punkte wegklickt, wie zum Beispiel bei Festungseinführung, Gruppenfindereinführung, PvP dann, und Raumjäger, dann sind die erstmal ausgeblendet. Ich habe jetzt nur die PvP weggedrückt. Ja, ich habe jetzt Flashpoint, Festung und auch Raumjäger erstmal weggedrückt, weil das sind alles Sachen, die wir im Prinzip noch nicht machen können. Festung, Point. Und Raumjäger, ganz unten. Raumjäger geht ja erst, wenn wir auch Raumjäger haben. Ich habe jetzt nur auch da den Punkt drin, wo Trum und Kass steht. Habt ihr die Heldenmissionen nicht mitgenommen? Welche? Heißen die? Trum und Kass, Helden 2+. Ach doch, ja, doch. Ich habe die Trum und Kass Helden Dinger alle, plus Jagdsport und Klasse weiter nach Trum und Kass. Den Rest habe ich ausgeklickt. Okay. Also ich habe 1, 2, 3, 4. Ja, man sieht's in der Quest rechts unten steht, wie viele Leute aus der Gruppe die Quest noch haben. So, ich habe schon lange geguckt, jetzt seid ihr wieder weg. Rausgelaufen. Irgendwer steht hinter noch mir noch. Ja, das bin ich. Ja, Fähigen und Nimbys sind ein bisschen schneller. Das ist. Ja, weil sie erst zuletzt noch gespielt haben. Nein, ich hab's erst gestern, vorgestern. Doch, nee. Da müsst ihr jetzt gucken, zu welchem Gleiter ihr müsst, weil ich glaube, Impi muss auf den linken Gleiter und wir müssen zum mittleren. Ich muss zum mittleren. Allerheiligstes Taxi. Der mittlere ist bei dir, Lida. Ja. Achso, nach links müssen wir auch für Jagdsport. Ja, was nehmen wir jetzt? Ja, dann lass uns erst zum linken gehen. Der grüne. Ja, der grüne. Also das mit Jagdsport. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wird sehen, wenn ich ankomme. Genau, das mit Jagdsport. Wow, das war jetzt aber weit. Ja, aber du kommst da sonst nicht hin. Ich habe noch eine Fähre zu erreichen. Der Teufelsche! Würdet ihr wohl zur Seite treten?
Ich habe nur 5 gewerbelt, oh Gott. Wollt ihr vor euren Verbrechen fliehen, Renegin? Na toll. 10 Sekunden später und ich wäre weg von diesem verdammten Planeten gewesen. Ihr habt auf Wrightsing gehört. Großartig. Hör zu. Ich habe niemanden getötet. Ich wurde nur angeheuert, damit ich irgendwelche Bürger markiere. Das ist alles. Ihr wolltet nicht wissen, wozu ihr irgendwelche Leute markieren solltet? Ich bekam Anweisungen und keine Erklärungen. Damals hörte es sich harmlos an. Ich hatte keine Ahnung, dass meine Auftraggeber diese Leute töten würden. Ich wurde von einer Gruppe Sith angeheuert, um für sie Spiele zu organisieren. Ich wusste nicht, was das bedeutete, bis sich langsam die Leichen stapelten. Als ich sie darauf ansprach, lachten sie. Sie sagten, Sith hätten von Geburt an das Recht, niedere Geschöpfe zu töten. Für sie ist es wie ein Sport. Meine Sith-Brüder haben offenbar zu viel Zeit zur Verfügung. Ich kann mir bessere Methoden vorstellen, um Zeit totzuschlagen. Aber ich bin auch kein Sith. Ich stecke bis zum Hals drin. Und ich werde von vielen beobachtet, also kann ich nicht einmal weg. Ich brauche Hilfe. Und würde auch dafür bezahlen. Habt ihr Interesse? Was kann ich für euch tun? Ich will nur dieses Problem lösen. Und das geht wohl nur auf 2 Arten. Entweder das Großmaul loswerden, das mit dem Finger auf mich zeigt, oder dieses kranke Spiel der Sith beenden. Ich werde den Mann töten, der mich geschickt hat. Ich mochte ihn sowieso nie. Arme Abschaum. Hätte sich um seine Angelegenheiten kümmern sollen. Ihr nehmt das und markiert damit dieses vorlaute Miststück. Er wird das neue Ziel meiner Auftraggeber. Wenn ihr fertig seid, kommt hierher zurück. Ich werde eure Bezahlung bereithalten. Also müssen wir jetzt zurück, den markieren und wieder hierher. Wie lautet der Bestimmungsort? Wir kamen von? Cast City Innenstadt. In der Mitte des Ding, ne? Ja, da wo die 3 zusammenführen. Wenn mein Partner nicht hier wäre, würde ich meinen Kleider mit deinem Gesicht polieren. Ich kann ihn nicht zurückhalten. Ey, bist du schneller gerannt? Der steht, dann können wir das beenden. Sehr schön. Weil das ein Skill von mir ist. Warum rennt sie jetzt zurück? Müssen wir hier irgendwas tun? Hör auf zu stottern, du Wurm. Das hast du davon, dass du das imperiale Band... der wurde schon markiert von Impi. Ich weiß nicht, habt ihr stehen? Kehre zu Renegin zurück? Ja. Ja, Impi hat ihn schon markiert. Ah, okay. Die Fähigkeit mit dem schneller Laufen hast du übrigens auch, Foxy. Wie lautet der Bestimmungsort? Genießen Sie Ihren Augen. Die heißt Machttempo. Nein, ich hab den falschen gedrückt. Du kannst das, ne? Per Holo-Gespräch teilnehmen. Macht was? Machst du? Nein. Machttempo. Macht Blitz und macht Sturm. Warst du schon länger nicht mehr bei einem Lehrer? Kann sein. Leg mal alles hin. Ihr habt diesen schreienden Idioten markiert, wie? Nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Sith auf ihn stürzen. Das wird nicht schön. Macht es euch nichts aus, dass er getötet wird? Ich überbringe nur die Nachricht. Ich versuche mir dasselbe über die anderen Opfer zu sagen. Ich bin nicht glücklich damit, aber entweder er oder ich. Er hätte den Mund halten sollen. Hier.
Mehr Credits habe ich nicht. Danke für die Hilfe. Lehrer nicht. Was denn? Ja, hier, ich stehe ein Lehrer. Du musst einfach einmal oben Hexer und unten Sis Inquisitor und dann einfach alles erlernen. Oh, da ist noch mehr. Ich hab immer nur für den Obersten das da gemacht. Nur, da ist noch mehr. Da musst meine du dann zweite auch Leiste auch fast voll? Das ist normal. Muss man dann später mal schauen. Wie kann ich denn unten die auswählen? Oben ist ja von 1 bis 0 und... Du hast ja bei deiner ersten Attacke links nebendran hast du ein Vergrößern-Zeichen. Da kommt dann Benutzeroberflächen, Anpassung, Öffnen. Wenn du da drauf drückst, kannst du dann das Interface erweitert. Und ja, ich habe ja eine oben und eine unten, aber mit welcher Tasten wähle ich die unten aus? Mit der Maus. Ja. Deswegen packst du am besten unten die Sachen rein, die du nicht so oft brauchst, wie zum Beispiel den Machtsturm, weil du da ja sowieso mit der Maus klicken musst, wo er hin soll, oder der Buff. Beziehungsweise den Buff kannst du komplett aus deiner Leiste schmeißen, weil den hab ich auch noch. Bist du wieder zurückgeflogen? Nö, ich bin einfach rübergelaufen. Oh. Zur Mitte. Mhm. Ich stehe noch hier. Oh. Laufen wir zusammen. Schokolade. Erstmal rausfinden, wer ist das denn? Cool. Jetzt links oder rechts? Links, glaube ich. Seid ihr schon drin? Ich glaube, wir sind hier falsch. Die rennt da rum. Die ist da oben. Und Fähchen ist ganz oben. Voll am falschen Ende. Jetzt? Also müssen wir in die Richtung oder was? Nee, wir müssen da ganz hoch, wo Fähchen ist. Komm mit. Kennt ihr einen großen, hässlichen, dunklen Lord, der zur Hälfte Maschine ist? Er hatte eine Nachricht für euch. Verdammter Skotia! Was plant er schon wieder hinter meinem Rücken und was wollte er von dir? Er wollte dich sicher einschüchtern. Widerliches Monster. Er ist mehr Maschine als Lebewesen und gefährlich mächtig. Er steht mir schon im Weg, seit ich als Schülerin auf Drom und Kars eingetroffen bin. Ustaigniens Anparana, Rahitis ni Aino. Solange wir Skotias Atem im Nacken spüren, können wir jedenfalls nicht mit der Suche nach Tulak Hords alter Macht beginnen. Irgendetwas müssen wir doch unternehmen können. Ja, es gibt. Ich glaube, hier fehlen Texturen. Was du tun kannst. Nein? Du wirst Skotia für mich töten. Endlich eine Herausforderung, die meiner würdig ist. Gut, das ist genau die richtige Einstellung. Ich darf nicht mit Skotias Tod in Verbindung gebracht werden. Offene Machtkämpfe machen den Rat der Sith nervös. Aber niemand wird glauben, dass eine einfache Schülerin Skotia besiegen kann. Das ist unmöglich und genau deshalb wird es funktionieren. Das Unmögliche ist mein Spezialgebiet. So scheint es. Ich habe bereits begonnen, einen Plan zur Vernichtung Darth Skotias zu schmieden. Aber ein paar Puzzleteile fehlen noch. Draußen im Dschungel gab es kürzlich einen Aufstand von einer Gruppe Sklaven. Sie arbeiteten an einer Kolossstatue, die seitdem nicht fertiggestellt wurde. Ich glaube, dass Skotia etwas Wichtiges in der Nähe dieser Statue versteckt hält. Besorge die Art. Wo sind wir? Ja, die sind auch jetzt noch dort drin. Was spricht mit? Ist das wieder eine Mission für mich allein? Ja, das hier war meine Klassenmission.
nicht eine Minute zu früh. Dein Zeitgefühl ist makellos. Kann es sein, dass es gerade um einiges kälter geworden ist? Ich sehe, du hast die Sklavin behalten. Ich hoffe, sie amüsiert dich. Wie ich gehört habe, hast du mein Empfangskomitee getötet. Warum? Einfach, weil es mich amüsiert hat. Ich bin nicht verärgert über seinen Tod. Mit einer solch unberechenbaren Waffe an meiner Seite wird sich niemand leichtfertig gegen mich stellen. Deine Pflichten bringen Kontakt mit meinen verschiedenen Schergen mit sich. Richte dich nach meinen Direktiven und du kannst mit ihnen verfahren, wie es dir beliebt, ob Feind oder Verbündeter. Klingt befreiend, die Möglichkeit nach freiem Willen jeden zu erledigen. Ein Lichtschwert kann nicht alles erreichen, Schüler. Die mächtigste Waffe eines Sith-Meisters sind Informationen. Sorgfältig habe ich ein gewaltiges Netz von Spionen und Agenten unter den Sith, der Republik und den Jedi errichtet. Überall habe ich Finger, Augen und Ohren. Ihr habt erfolgreich den Jedi-Orden unterwandert? Ja, meine Agenten sind vollkommen unbekannt. Seid unten, oder? Genauso soll es auch bleiben. So, ich bin bei Imperium in der Quest. Seinen Einfluss von innen, bereit zum Schlag. Treffen wir uns dann unten in der Mitte irgendwo? Ja, ne? Du beschützt meine Interessen, schüchterst meine Rivalen ein und vernichtest meine Feinde. Es ist weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Deinen Dienst alles zugleich. Genau, stopp. Ein Militärschiff landet am Frachthafen von Car City, um mir einen Gefangenen von höchster Bedeutung zu liefern. Du wirst Commander Langlin dort aufsuchen und sicherstellen, dass seine Männer den Gefangenen erfolgreich abliefern. Das ist meiner Talente unwürdig. Kann Commander Langlin sich nicht selbst darum kümmern? Langlin ist kompetent, doch ich wünsche es so. Wir müssen immer mit einem Plan gegen uns rechnen. Vor allem, wenn viel auf dem Spiel steht. Die Bedeutung dieses Gefangenen kann nicht genug betont werden. Such den Frachthafen auf und bleib wachsam. Du kannst gehen. Warum du jetzt hinrennst? Impi hinterher, weil er wieder rausrennt. Also Impi hat jetzt noch eine Quest in der Stadt und wird dann wahrscheinlich nochmal zurück müssen. Wir hingegen müssen fast wir zurück zum Raumhafen und dann dort eine Quest machen. Ich werde euch lehren, okay. Deswegen machen wir erst Impis Quest hier in der Stadt, bevor wir dann zu unserer gehen. Denn die Chancen stehen gut, dass er dann mit uns dort auch eine Quest machen muss. Mhm. Wenn er aber dann im nächsten Gebiet ist, muss halt er dann mit uns mit, bis wir soweit sind. Ja. Das ist halt bei verschiedenen Klassen leider ab und an mal so. Wie lautet der Bestimmung? Wohin jetzt? Zur Taxi der Car City Innenstadt wieder. Hier ist ein Wissensobjekt für alle, für Quest, Erfahrungspunkte. So, wenn wir schon dran vorbeilaufen.
Irgendwie sind wir jetzt woanders, kann das sein? Ja, wir sind bei ihm. In Ordnung, Männer. Bringen wir dieses Stück Carbonit schnell zu seinem Besitzer. Hey, Captain Ahnungslos. Boom. Oh, ich hab euch nicht eintreten sehen. Lord Baras hätte kein Empfangskomitee schicken brauchen. Euer Glück, dass ich kein Gegner bin, sonst wärt ihr alle tot. Vergebt mir, aber dies ist die Hauptwelt des Imperiums. Meine Männer und ich haben schon weitaus gefährlichere Aufgaben für Lord Baras erledigt. Der Gefangene ist in Carbonit eingefroren, es besteht also keine Fluchtgefahr. Und das ist verbündetes Territorium. Ich denke, hier sind wir sicher. Sith-Interessen sind kompliziert. In Ordnung, wie ihr meint. Bringen wir diesen überdimensionalen Eisblock zu eurem Meister. Nicht so schnell. Mein Meister hat diesen Eisblock bestellt. Also tretet vom Carbonitmann zurück und niemand muss dran glauben. Ich möchte einen Namen hören. Na los. Mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin hier, um euch von eurer Last zu befreien. Ob das nun euer eigenes Leben mit einschließt, ist euch selbst überlassen. Schau, schau. Wenn das nicht Slestak ist, dein Meister den Eismann auch wollen, Schade. Mir gehören. Wie wär's mit einer kleinen Vorstellung? Gut. Ich bin Slestak. Und dieser Ignorant ist Tuma. Mein Meister und der Abschaum, der Tuma die Befehle gibt, mögen sich nicht besonders. Mein Abschaum, deinen Meister mit links zerquetscht. Ich bin ein Narr. Ich werde Lord Baras nie wieder in Frage stellen. Was tun wir? Wir töten sie alle. Ich weiß, ihr gehört zu den Sith. Aber ich denke, mit eurem Heldenmut seid ihr falsch beraten. Ich habe Idee, Slestak. Wieso spielen wir nicht Glücksknochen mit Schwätzer? Größere Hälfte kriegt die Beute. Ein Waffenstillstand also. Ihr hättet eine Chance gegen einen von uns, Sith. Aber auch ein Meisterkönner der Macht würde hier versagen. Ich werde euch töten und roh verspeisen. Mich speisen? Habe ich richtig gehört? Dieser Sith will mich essen. Ja, das habe ich auch gehört. Werdet ihr uns tatsächlich essen, wenn ihr uns getötet habt? Und dann nehme ich eure Knochen als Zahnstocher. Ich kann nicht für meinen brutalen Partner sprechen, aber ich und meine Männer, wir verzichten. Ich bekomme nicht genügend bezahlt, um gegen ein Monster zu kämpfen. Ich verschwinde, Sith. Ich auch nicht als Frühstückenten. Wir verschwinden, Jungs. Für einen Rückzug ist es zu spät. Jeder kämpft für sich selbst! Dodge! Ah, schon vorbei die Party. Noch mehr hinterhältige Angreifer im Anmarsch. Vielleicht könnt ihr sie aufhalten, während meine Männer und ich fliehen und den Gefangenen zu Lord Baras bringen. Überlasst das Kämpfen den wahren Kämpfern. Na los, Männer, lauf, Schritt! War's das schon wieder? Ja. Ich denke mal, du musst wieder oben hin, richtig? Mhm. Es gibt oben in der Mitte einen Schnellreisepunkt. Also Cast City, wieder hoch. Ihr könnt per Schnellreise oben in die Mitte.
meinst Eingang zum Suff Allerheiligsten? Ja. Okay. Weil danach müssen wir sowieso mit dem Gleiter im Prinzip zurück zum Raumhafen. Mhm. Und da können wir auch jetzt die 5 Minuten Abklingzeit in Kauf nehmen. Ich habe mich geportet und dann? Ah, reinlaufen? Franklin hat mich von einem Hinterhalt am Frachthafen unterrichtet. Offenbar werden wir besser beobachtet, als ich dachte. Ich habe eine Erschütterung der Macht verspürt. Sie droht, meine Träume zu durchkreuzen. Eine gravierende Bedrohung, die meine gesamte Machtbasis einstürzen lassen könnte. Dieser eingefrorene Mann ist ein Agent der Republik, der beinahe meinem am besten integrierten Spion auf Nar Shaddaa auf die Spur kam, einem meiner Unsichtbaren. Die Macht gewährt mir eine Vision von Untergang. Und schon wird mein Spion, der keinen Fußabdruck hinterlassen hat, keine Spur, beinahe enttarnt. Das macht mich rasend. Vielleicht war euer Spion doch nicht so unsichtbar. Erkühne dich nicht, mich über meine Angelegenheiten zu belehren. Darin liegt kein Gewinn. Ich muss erfahren, was den Agenten der Republik auf die Fährte gebracht hat. Er ist der Schlüssel zur Aufdeckung dieser Bedrohung. Nun, während ich den Gefangenen auftaue und schmerzhaft jeden Tropfen Information aus ihm heraushole, habe ich ein paar Angelegenheiten, die deine besonderen Talente erfordern. Ich würde gerne bleiben und die Befragung beobachten, mein Lord. Oh, nein. Bitte nicht. Du kannst der Befragung des nächsten Gefangenen beiwohnen. Gehe zuerst zum imperialen Posten im Dschungel vor der Stadt. Commander Pritch ist dort stationiert. Er hat eine Ausschaltmission für dich. Das wird im Handumdrehen erledigt. Ich muss mich nun diesem erbärmlichen Agenten der Republik zuwenden. Verlier keine Zeit. Ich habe noch mehr Aufträge für dich, wenn du damit fertig bist. Du kannst gehen. Deine lilane Quest ist den Stecker ziehen, richtig? Commander Pritch. Commander Pritch, ja. Okay, der ist dann ungefähr in die Richtung, wo wir auch hin müssen. Ich bin Level 20, wie ist denn das? Keiner von uns ist Level 20. Doch, Impi. Doch, Impi. Ja, du darfst weiterlaufen. Hä? Ich stell erst den Lehrer, wenn wir alle 20 sind. Das wäre unfair. Solidarität. Der neue Lehrer hier. Ich hab 3 Flugmaschinen im Inventar allein. Ich eigentlich irgendwie noch fehlt bis zum nächsten Level? Das ist der gelbe Balken unten. Ja, wenn du unten drauf gehst, siehst du, wie viel EP da hast. Wie viel da ganz braucht. Unten. Die ist so unfair. Ja. Komm, klick drauf. Nein. Und wenn du dann der Lehrer... Fliegen wir jetzt? Wir fliegen zurück zum Raumhafen. Obwohl, nee, Außenposten, Tempestglider, das wäre der...
Tempest? Ja. Wie lautet der Bestimmungsort? Ich hab nur Wadenkleider. Nee, eins ganz unten quasi. Also ganz rechts ist der Raumhafen und dann der Linie 1 nach links, 1 links runter folgen. Ah, ja, ja. Ah, Tempestkleider, okay. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Sorry. Ja, ich habe auch ein bisschen gesucht. Wir sind alle gleich 19. Nee, 20. Nee. Ich brauche noch Roundabout. Für die Hälfte. Ja. Noch nicht mal. Bei mir sind es jetzt noch 10.000. Fast 50. Wir sind auch noch ungefähr 9.000. Solidarität. Warum seid ihr eigentlich alles so schnell? Habt ihr Abos am Laufen? Nein. Ich sehe doch, was für Quests ich da habe. Und ich wähle in der Quest immer aus, dass ich quasi zusätzliche EP kriege. Ne, das war ja jetzt auch wieder alles abschlachte, was komm ist. Ja, klar. Ich hätte ja gerne sagen, okay, lassen Sie mich in Ruhe, lassen alles in Ordnung. Nehmen wir halt mit und gut ist und ich hätte EP gehabt zusätzlich. Ja, durch diesen Bösheitsdingsbums. Jo, zum Beispiel. Ich... Was hier ist eine Helden 2 Plus Quest. Also wo? In die Richtung kommt eine Helden 2 Plus Quest. Das, ich hab doch vorhin gesagt, wir gucken, wann wir an Heldenquests vorbeikommen, dann machen wir die gleich. Ach, die hier, ne? Ja. Ich hab da immer noch keine Quest gesehen. Du hast die aber. Wenn wir so aufpassen, dass ich die Schwerter kreuze. Gibt's einen lauten Knall. Ach sie, ich bin jetzt schon doppel yellow. Einfach hier gerade dem Weg runter und folgen und alles links und rechts davon töten. Null Problemo. Boah, das ist ein Jedi. Ja, yeah, das ist Jedi. Ja. Boah, die hat die Gefährte. Was ist das? Wow. What? Ich hatte Akku. Hab's gesagt, wird betäubt, konnte nicht heilen. Bin auch gerade umgefallen, aber. Ey, ich stand das doch gerade noch. Ja. Ich hab grad noch voll, Leute. Ich stehe hier oben noch. Ja, wo? Aha. Kann ich die Sonde rufen, oder? Wenn die Sonde geht, ist die Sonde besser. Aber wovon seid denn ihr jetzt umgekippt? Vom Jedi. Ich war betäubt und hat Akku. Irgendwer musste ja pullen, obwohl wir noch mit zwei Elite kämpfen. Nee. Ist Zeit vor, dass wir endlich sterben. Erste Mal für mich. Ich war schuld. Hast du irgendeine Heilfähigkeit? Weil ich habe mich gerade wieder voll gemacht selbst. Nee. Du, doch, nicht. Du musst irgendwas haben. Irgendwas. Ja. Unnatürliche Erhaltung. Das müsste so ein grünes Gesicht sein. Heile ich mich nur selbst mit? Boah. Nee. Ja, aber ob er das auch hat. Du musst irgendwas rechts in der Leiste. Bei mir heißt kanalisieren. Hass kanalisieren. Ach, das ist für außerhalb vom Kampf. Ja, wir sind außerhalb vom Kampf. Ja, genau. Bei mir nennt sich das Zürnen. Wo ist jetzt der Jedi? Weg. Ja, da unten. Okay.
Nein, du hast Wasser und drück E. Aber irgendwie habe ich dadurch gerade 11 Kribbeln zu kommen. Betäubt. Da vorne ist die Quest. Wir waren eigentlich alle wieder in der Gruppe. Ja, ne? Ja. Okay. Also hier rechts von uns ist die Quest irgendwo. Weil dieses Loot-Ding geht bei mir jetzt nicht mehr, dass du einmal auf irgendwas klickst und alles ansammelt. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen verbuggt, weil in der Indie ging es einwandfrei, hier draußen funktioniert es wieder nicht mehr. Ja. Wo genau ist jetzt hier die Quest oder habe ich die jetzt schon wieder unbewusst mitgenommen? Nee, das ist hier drin. Rechts nebendran in dem Zelt. Ich hab's aktiviert und jetzt müsste eigentlich hier der Boss kommen. Kann aber nichts anklicken darf. Ich bin dann jetzt auch Level 20. Bei den Kisten, welche ist denn da für ein Tank oder ist es rein theoretisch egal, welche man auswählt? Was steht denn dran? Duelland und Machtlord. Machtlord ist DD. Ah, ein Duelland ist Tank. Ja. Weil Machtlord ist auch das, was wir kriegen. Du bist der Einzige, der es nicht auf 20 geschafft hat. Ja, Standard bin ich gewohnt in meinem Leben. Und ab Stufe 20, ich weiß nicht, ob ihr das Pop-Up-Fenster gelesen habt, gibt es weniger Erfahrungspunkte. What? Da bin ich wieder im Rock rum. Wow, eigentlich habe ich deine Links ausgewählt. Ich hab Akku. Von wo? Was heißt? Von einem Links. Ich bin Kittank. Das heißt, Akku heißt, ich werde angegriffen. Aber ich bin der Tank, also soll ich nicht angegriffen werden. Ja, ich weiß, dass ich scheiße bin. Ja, was für Fähigkeit muss an Brücke, damit er Akku zurückkriegt oder so? Also so Spottsache. Keine Ahnung, ich muss da mir mal einen Guide reinziehen. Ich kann ja die Fähigkeiten so jetzt auch nicht nennen. Ich glaube, du musst es auch dein Lichtschwert, da gibt es verschiedene Aufladungen für dein Lichtschwert und eins davon ist die Tankaufladung, wodurch du mehr Akku erzeugst. Okay. Müssen wir jetzt hier erst nochmal durch oder konnten wir hier links irgendwo? Ich glaube, wir müssen erst nochmal durch den Posten durch und dann.
Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. Chi ha se de bugno, i se vuoto, se cotte de muti. Megalania! Die Megalania sind auch recht cool, ne? Mhm. Beider Schnitzeln? Ja, ne? Ja, ja. Dön looten! Genau wie berichtet. Ein Stufe 6 Aufstand. Etwa so viele Teilnehmer wie beim Duros-Aufstand auf Silior. Personen halten sich in einem größeren Dschungelgebiet auf. Gut, gut. Herzlich willkommen. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich bin Lord Drow. Wenn das Imperium in einer von ihm besetzten Welt auf Widerstand stößt, werde ich gerufen. Ich soll den Sklavenaufstand hier auf Drum und Kas beenden. Ihr geht in euren Aufgaben wirklich auf, oder? Niedere Geschöpfe beherrschen und ihren Willen beugen? Natürlich gehe ich darin auf. Und ihr werdet das auch, denke ich. Die Situation ist folgende. Ein Sith-Lord ließ im Dschungel eine gewaltige Statue seiner selbst errichten. Seine